Dieses prachtvolle Schimmelgespann Ecksteins Eminenz und Edelstein empfiehlt sich in der nächsten Einzelvorstellung. Beginnen wir hier mit Ecksteins Eminenz, der uns unter dem Schlussstein des Mittelportals im historischen Hof des Landgestütes willkommen heißt. Ja, ein Hengst mit viel Charme, tollem Gesicht und tollen Partien im Vorderpferd. Ein Hengst, der zu den Moritzburger Hengsttagen 2017 den Reservesiegertitel davontrug. Er machte eine gute Leistungsprüfung mit durchgängig hohen Noten in den Grundgangarten und auch im Interieur. Mit ihm zur Vorstellung kommt der Hengst Edelstein. Er gewann seine Leistungsprüfung im Jahr 2011 und war platzierter Finalist des Bundeschampionats 2013. Er, ein Sohn des Edano und somit auch letzter direkter Vertreter dieses Hengstes, er selbst wie auch sein Vater bürgen geradezu für Ausgeglichenheit im Temperament und Charakterstärke. Ja, die beiden Schimmel sehen wir hier in der Kumtanspannung vor der Wagonette. Wir sehen hier als Sattelpferd auf der linken Seite Edelstein, Ecksteins Eminenz als Handpferd auf der rechten Seite. Ja, und das Wetter hat uns hier leider in die Vorstellung in der Reithalle verschlagen. Ja, Edelstein seinerzeit gezogen, bei Eberhard Mütsch in Löbau aufgezogen, bei Andreas Heiduschke, der ihn auch zur Vorstellung brachte, und eingekürter Sohn Edelstern, derzeit aktiv in Dänemark, steht hier bereits zu Buche. Ja, und Ecksteins Eminenz hier auf der rechten Seite absolvierte seine Hengstleistungsprüfung im Jahr 2019. Er ist ein Sohn des Eckstein, damit auf Epilog und Valerius zurückgehend. Die Mutter Fatima entstammt der Stutenfamilie der Friedel und ist zurückgehend auf Indigo, der hier auch die Farbe hinterlassen hat. Mutter, Vater Indigo hat eine Vielzahl sporterfolgreicher Nachkommen und über 50 eingetragene Zuchtstuten, darunter einige Prämien- und Staatsprämienstuten sowie zwei gekürte Söhne hinterlassen. Ja, und Ecksteins Eminenz selbst, wir sehen ihn hier gelassen im Zweispänner mit Edelstein, die beiden erst seit kurzem in gemeinsamer Anspannung. Auch er lieferte schon eine Vielzahl hochinteressanter Fohlen zu den Championaten in Moritzburg in den letzten Jahren. Züchterisch zeichnete hier der Landwirtschaftsbetrieb Lichthorn in Kamenz verantwortlich.